Oh, da waren noch Einheiten rumgestanden, noch Panzer, die ich übersehen habe oder da hingefahren ist. Was steht da oben noch? So ein bisschen Infanterie. Also nichts von Bedeutung. Gut, hätte ich das gewusst, hätte ich auch abschließen können, naja. Egal, Karl, das war's mit der Mission. Ging erstaunlich einfach, wenn man es so macht, wie ich es gerade gemacht habe. So, lala, ja, fickt euch. Die haben auch plötzlich hier das hier gehabt. Verschiedenes. Wir haben wieder die Karte am meisten erkundet. 21.707 Tribute geschickt. Ich habe was geforscht, das stimmt, dieses schnelle Abbauenzeug, ne? Ja, lief recht entspannt. Das blieb bei denen recht stabil, okay. Gehen wir die Diagramme durch? Nein. Okay. Auf geht's. Geisterschiff-Revolte starten. Seit der Gründung der ersten Marskolonien sind mittlerweile fast 250 Jahre vergangen und diese tapferen Pioniere und Arbeiter haben große Fortschritte dabei erzielt, diese neue Welt zu ihrer Heimat werden zu lassen. Die am besten zur Besiedlung geeigneten Gebiete in der Nähe der Polarkappen sind mittlerweile gut erschlossen. Dort befinden sich voll funktionsfähige Ortschaften und Städte, jede mit einer stabilen Wirtschaft und einer Verwaltungsbehörde, die durch verschiedene Regierungen auf der Erde unterstützt werden. Diese Kolonien, Xingtongqing, gegründet durch die Republik Japan, Hoxingcheng, gegründet durch die Regierung der VFAL, Baker's Ridge, gegründet durch das Konglomerat USA-Kanada, Port Tschernobyl, gegründet durch die Union der Europäischen Nationen, sowie weitere fünf kleinere Bergbaugemeinden haben ihren jeweiligen Regierungen auf der Erde einige Kopfschmerzen bereitet, da die Entfernung zwischen Erde und Mars ein entschlossenes Vorgehen bei der Beilegung territorialer Streitigkeiten behindert. Die von der Regierung ernannten Beamten lassen sich zu leicht von den Bergbaugesellschaften und finanziellen Interessengruppen mit Holdings auf dem Mars bestechen und beeinflussen. Allerdings ist in Reaktion auf verschiedene von der Regierung der Erde jüngst verhängte neue Richtlinien und Verfügungen bei der Bevölkerung ein erstes Grollen der Unzufriedenheit zu hören. Zu diesen Richtlinien und Verfügungen gehören unter anderem das geplante Howard-Johnson-Rückgewinnungsprojekt, das die Arbeiter und Bergleute auf dem Mars im Prinzip dazu zwingen würde, ihre jetzigen Wohnorte aufzugeben, da diese durch Erholungsorte für reiche und prominente Mitbürger ersetzt werden sollen, und das VFAR-Gesetz über Verträge und Holdings, das zu weniger staatlicher Kontrolle über die Bergbaugesellschaften und in der Folge zu niedrigeren Löhnen und Sozialleistungen bei gestiegenen Arbeitslasten und Lebensmittelkosten geführt hat. Diese unerhörten Maßnahmen führten zusammen mit der Tatsache, dass kein Marsianer in einem Regierungsamt diente bzw. in ein solches gewählt wurde, zu Protestversammlungen und Protestmärschen gegen diese unfaire Behandlung. Wie Sie sicherlich wissen, jährt sich in diesem Monat die Protestversammlung in Baker's Ridge zum 10. Mal. Damals wurde sie gewaltsam beendet, als die Regierung Polizei und Militär einsetzte, um die Proteste niederzuschlagen und die Arbeiter an ihre Arbeitsplätze zurückzuzwingen. Hunderte von Marsianern wurden verwundet oder getötet und die Einwohnerzahl der Koloniestädte ging seitdem stetig zurück, da wütende Arbeiter Ausrüstungsgegenstände und Materialien stahlen, um in den Randbezirken der erdgeformten Gebiete in den erschlossenen Territorien Barackensiedlungen zu errichten. Diese Widerstandsnester der Unzufriedenheit haben sich in den letzten beiden Jahrzehnten in den neuen erschlossenen Territorien vergrößert und die Proteste sind mittlerweile in Anschläge und gut koordinierte paramilitärische Aktionen gegen die unfaire Behandlung durch die Regierungsgremien der Erde eskaliert. An die Spitze dieser Rebellion ist jetzt ein Führer getreten. Khan Sundo, ein Nachfahre des großen Helden Hu Quando, hat damit begonnen, den Arbeitern nicht nur ein Solidaritätsgefühl, sondern auch ein Nationalitätsgefühl zu vermitteln. Die Arbeiter verstehen sich jetzt nicht länger als verpflanzte Erdlinge, sondern als ein Volk, das auf dem Mars geboren und auf seinem Boden aufgewachsen ist. Dies hat sich nun zur treibenden Kraft in dem Unabhängigkeitskrieg entwickelt, als den die Arbeiter die Auseinandersetzungen mittlerweile ansehen. Können wir es uns hier auf der Erde wirklich leisten, diese weit entfernten Ereignisse zu ignorieren? Wer weiß, wie lange es dauert, bis aus diesem Unabhängigkeitskrieg ein Überlebenskampf wird? Wer weiß, wie lange es dauert, bis diese Unzufriedenen gegen die Verursacher ihrer Unterdrückung losziehen, wenn sie sich erst einmal gegenüber den Kolonialregierungen durchgesetzt haben?
Wer weiß, wie lange es dauert, bis die Erde von Marsianern erobert wird. Puh, langer Text, du. Missionsziele. Um die Kontrolle über die Mars-Siedlung zu gewinnen und ihre Unabhängigkeit zu behaupten, müssen sich die Demonstration ihrer Stärke an mehreren großen Kämpfen beteiligen und so die Stadtkolonien auf dem Mars zu bringen, sich ihnen im Kampf um die völlige Freiheit von der Erde anzuschließen. Jetzt also mit Truppen, sichern die Ordnungsoperationsbasis, indem sie eine bestehende Mars-Oberfläche zum Umsturz anstacheln, Armee aufzubauen, bla bla bla, ja ja, um diese die drei restlichen einzunehmen. Ja, alles platt machen. Erforschen und bauen sie neue Militärenheiten. Das ist ein billiger und schneller Minipanzer. Eins ist gegen Infanterietruppen. Enthüllen sie das Geheimnis um die neue Geheimwaffe, die von einer erdgesteuerten Truppen entwickelt wird. Entstehen sie diese Waffe für ihre eigenen Zwecke. Komische Leute müssen überleben. Wir haben hier 4 Basen, wie es aussieht. Ich hoffe mal ausreichend Ressourcen. Oh Gott. Noch mehr Text. Hey, toll. Fast 50 Jahre nach der Gründung der ersten Marskolonien begann die Regierung der Erde allmählich damit, die Verwaltung und Regierung dieser Städte und Bergbauzentren in den Firmen und Geschäften zu übertragen, die sie unterhielten. Dafür gab es zahlreiche Gründe. Der herausragendste davon war die exorbitanten Kosten für den Betrieb eines konstanten Shuttleverkehrs zwischen der Erde und dem Mars, der von den Regierungen nur noch unter immer größeren Schwierigkeiten aufrechterhalten werden konnte. Dies in Verbindung mit wieder aufgeflammten Kämpfen zwischen den Nationen der VFR und Neurusslands, die auch andere Länder in einen langen militärischen Schlagabtausch mit hineinzogen, ließ nur wenig Spielraum für eine Unterstützung der Marskolonien. Etwa im 160. Jahr der Gründung der Mars-Siedlungen wurden diese vollständig von Firmengesetzen verwaltet. Bürgerrechte gab es nur noch wenige und Profit wurde zurück zur Erde geschleust oder verschwand in den Taschen der von den Firmen eingesetzten Gouverneure, wodurch nur wenige oder gar nichts für die Menschen übrig blieb, die tatsächlich in die Minen und Fabriken schufteten. Die Todesrate war aufgrund der langsamen Entwicklung der Terraforming-Technologien und fehlerhafter Ausrüstung außerordentlich hoch. Die Probleme erreichten bald ihren Zielpunkt und im Sommer 2235 kam es zu einer Demonstration. Bei der heute als Baker's Ridge-Vorfall bekannten Aktion wurden hunderte von marsianischen Arbeitern getötet und hunderte weiteren Kämpfer verwundet. Der ursprünglich friedliche Protest schlug in Gewalt um, als Kooperationstruppen versuchten, Demonstranten mit Gewalt von den Stufen des Kapitols zu entfernen, auf denen sie sich versammelt hatten. Die Kämpfe dauerten noch mehrere Tage an, bis sich der Kooperatisten-Gouverneur schließlich an die Erde wandte und unterstützt zur Niederschlagung der sich ausdehnenden Rebellion bat. Hilfe von der Erde wurde entweder verweigert oder traf zu spät ein und die Konfrontation bei Baker's Ridge resultierte in einem donnernden Aufschrei der Arbeiterklasse der Kolonien. Überall bildeten sich kleine Widerstandsnäste, die zerstörerische Angriffe auf Minenbetriebe und Wohngebiete der Oberklasse ausführten. Dies führte mit der Zeit zu kleinen Scharmützeln und schließlich zu einem ausgewachsenen Konflikt, dem Eos Chasma, wie auch immer, Krieg. Dazu kam auch der zermürbende Faktor, dass die Ressourcen im Boden des Mars nicht annähernd so reichlich waren, wie einst vermutet. Und dass die einzelnen Kolonien jetzt nicht nur um politisches, sondern auch um ihr wirtschaftliches Überleben kämpften. Und dann gab es noch diese Gerüchte. Gerüchte, die in den Kolonien und in den Religionsfraktionen auftauchten, bei denen es um eine neu entwickelte Waffe ging. Eine Waffe, die für alle Gegner der Korporatisten und deren Verbündete auf der Erde den Untergang bedeuten könnte. Für die Rebellion war plötzlich die dunkelste Stunde angebrochen. Sie verfügte über zu wenig Männer, zu wenig Waffen und wurde von einer Waffe unbekannten Ursprungs und unbekannter Macht bedroht. In den nächsten Tagen würde sie erweisen, ob sie gewinnen oder verlieren würden. Tipps: Überleben Sie lange genug mit Rebellen. Überleben sie lange. Toller Tipp. Diese bauen kleiner als jene, die sie zu Beginn verfügen, beziehungsweise die sie anfänglich antreffen. Dass die Produktionsrichtung Marsian nicht über denselben Standard verfügen wie Erdgesteuerte Produktionszentrum. Warum nicht? Keine Ahnung. Von Erde auf dem. Toll. Hüten sie von den größeren Einheiten. Toll. Kleine Türme. Keine Türme. Oh, großartig. Sie müsste vor die Rettung Raumschiffe bauen können. Großartig. Fangen wir an. Oder lieber nicht. Der fliegt eh nur 2 Meter über den Erdboden, weiß ich doch jetzt schon. Salit LX1792 in geosynchroner Umlaufbahn 5500 Kilometer über dem Mond Elysium, Tetraquadrant Sektor 32, 17. Februar, 3 Uhr 19, 9 Sekunden im Jahr 2245. Erst die Uhrzeit, dann den Monat, Tag, Monat und Jahr. Amis. Statusmeldung Sektor 32, nicht identifiziertes Raumschiff entdeckt, Klasse unbekannt, Tonnage unbekannt, möglicher Schiffstipp Schlachtkreuzer, mögliche Klassifizierung unbekannt, mögliche Zugehörigkeit unbekannt.
Irgendwie sieht es so aus, als würde es ruckeln, aber das ist tatsächlich nicht das Video, das sieht auch im Spiel so aus. Das, obwohl ich 300 Frames habe. Großartig. Alles unter 1000, eh ruckelt. Schaut, Sektor 32, nicht identifiziertes Schiff, hält jetzt Kurs 4567, Markierung 98721, gewaltige Energiewelle entdeckt. Analyse, Waffensystem aktiv, Warnung, Waffen des nicht identifizierten Schiffs feuern. Worauf denn? Ha, als ob wir das nicht wissen. Oh. Schnell schwarz machen, damit man die schlechte Animation nicht sieht. Klug, klug, sehr klug. Wenn die Kooperatisten in der Atmosphäre oben mit einem Krieg beschäftigt sind, haben wir da unten jemanden mit Laserschwertern. Ist auf der Oberfläche des Mars ein ganz anderer Krieg für die meisten Bewohner und aber des rohen Planeten zum Alltag geworden. Dieser Mann ist Kan Sun-do, letzter Spross der einst großen Quan-Do-Dynastie. Eines Volkes, das die VFR-Nation auf der Erde groß machte und hier auf dem Mars die erste Kolonie gründete. Aber immer wieder wendet sich das Geschick und in den letzten 200 Jahren war das Glück der Dynastie der Quan-Do-Familie immer weniger hold. Aber dafür hat er mit seinen rotleuchtenden Plastikschwertern toll rumfuchtelt, das kann er schon mal. Jetzt ist Kan Sun-do kaum mehr als ein flüchtiger Verbrecher, der um sein Geburtsrecht kämpft und seine Familie erneut zur Größe führen will. Ich süße, willst du was von mir Großes? Der vor ihm liegende Weg ist jedoch mehr als schwierig und eher tödlich als erfolgreich. Ein falscher Schritt und die Dynastie der Quan-Do verschwindet für immer aus der Menschheitsgeschichte. Stell dir mal vor, es wäre was Schlimmes. Ha! Nee. Bringen Sie ganz nur an die Stelle, in der wir jetzt sein Gefolgsleiden sind. Euer Begehr? Können wir begegnen und Feinden meiden. Und wo ist diese Bergbaustrecke? Ist die ausgeschildert? Was sagt ihr? Ich habe eine Bogenlampe. Niemand wird mich aufhalten. Euer Begehr. Macht 85 Schaden. Ah, ein verlassenes Fahrzeug von der Bergbaueinheit auf VFR. Ich könnte die Feuerkraft meiner Fahrt zum Treffen mit Xian Nun und dem Rest brauchen. Niemand wird mich aufhalten. Bessere Bergbauernheit. Niemand wird mich aufhalten. Der Bergbauern ist hier, bringen wir die Technologie für den Herstellung verfügbar. Ein sicherer Hafen könnte zum Beispiel eine obere Stadt sein oder Kapitol sein. Kannst du aber aufhören, hier zu blinken? Das Schicksal wartet, euer Begehr. Ich nehme mal an, ich soll hier nicht die Straße weiter folgen, sondern hier einfach mal abbiegen. Falsch, tot. Was sagt ihr? Wir werden angegriffen. Niemand wird sich aufhalten. Meine Überlegung, soll ich doch der Straße folgen? Also wie ich gerade sagte, wir folgen der Straße. Ich habe keine Ressourcen. Was ist das denn? Da war mal Holz, jetzt ist es irgendwas anderes. Soll ich da so weit rumlaufen? Was sagt ihr? Meine ich irgendwie 85 Schaden? Niemand wird mich aufhalten, ja. Euer Begehr. Das Rumgefuchtel mit seinem Plastik. Schwer, dann sah eben nicht sonderlich beeindruckend aus. Die Frage ist jetzt, was ist da oben noch? Vielleicht ist da noch mehr Einheiten. Du hast Ressourcen gefunden. Oh nein, ist nur eine Atombombe. Wir werden angegriffen. Ah, das ist da oben, eine Stadt. Moment mal, war da nicht irgendwas? Alte Bergbaustrecke benutzen. Die direkt an der Stadt da vorbeiführt. Und die nicht mehr benutzt wird und so weiter. Oh, Eisen. Ich habe nicht geguckt, wie viel das ist. Ich habe nicht mal gesehen, dass da Eisen ist. Er hat Schlachtruf. Molly Ryan? Moment, was? War Molly Ryan nicht die Amerikanerin aus der Russenkampagne? Oder habe ich das noch falsch in Erinnerung? Oder hieß? Ich glaube nicht, dass das schon immer so hieß. Euer Begehr? Wow, aus faulste recycelt oder wie? Scheinbar. Irgendjemand klopft da draußen. Na, ist bestimmt nicht für mich.
Kohlenstoffvorkommen. Ach, das ist... Ich glaube, das soll Kohlenstoff oder so andeuten. Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe, ich bekomme hier ausreichend Ressourcen, sonst wäre das wieder ekelhaft. Okay, Kohlenstoff habe ich schon mal genug. Was ist das denn alles? Zeus 2. Ja, Kommandant. Das Schicksal wartet. Hallo. Fertig, Sir. Truppen und so. Perfekt. Ich gehe davon aus, dass Sie die letzten Kommuniqués mitgehört haben, Xinhua. Die Korporatisten fallen wegen dieses Steinbrockens übereinander her. So ist es, Okan. Bald schon wird sich die Dynastie ihrer großen Familie erheben und sich zurückholen, was ihnen rechtmäßig zusteht. Glauben Sie das wirklich, Xinhua? Wir haben immer noch einen langen Weg vor uns. Alles, was ich habe, sind ein paar treue Freiheitskämpfer, die sich in aufgegebenen Minenschächten und Barackensiedlungen verbergen. Das ist kaum die Armee, mit der man an die Macht gelangt. Das mag stimmen, allerdings nur für den Augenblick. Heraus mit der Sprache, Xinhua. Welchen Plan haben Sie diesmal ausgebrütet? Ein Kollege versicherte mir, großer Khan, dass sich die Einwohner von Huo Xingcheng unserer Herrschaft beugen würden, wenn es uns gelänge, einige unserer Männer in ihre Mauern zu schleusen. Wirklich? Und warum sollten Sie das tun? Ist Ihnen das Joch der Sklaverei durch die Korporatisten endlich zu schwer geworden? Zum Teil, Okan. Aber Sie sind außerdem verzweifelt. Es sieht so aus, als hätten die Korporatisten eine neue Waffe. Sie spielen wohl auf die Zerstörung der Flotte und der Satelliten der VFR letzte Woche an, oder? Sagen Sie mir, Xinhua, da Sie die Informationen doch zweifellos bereits haben. Was ist das für eine neue Waffe der Korporatisten? Ihr Vertrauen in meine Fähigkeiten schmeichelt mir, Okan. Diese neue Waffe ist ein riesiger Schlachtkreuzer, ein gigantisches Schiff mit einer ungeheuren Feuerkraft. Es heißt, dass es sogar auf die Oberfläche eines Planeten herunterfeuern kann. Das ist doch nicht möglich. Aber jetzt verstehe ich, warum die Korporatisten-Drohnen so verängstigt sind. Wenn dieses Schiff wirklich so ist, wie Sie es beschrieben haben, wer oder was sollte ihm dann noch widerstehen können? Nichts und niemand, wie es scheint. Aber denken Sie an das Potenzial dieser großartigen Waffe, Okan. Wenn es uns gelänge, uns eine gute Operationsbasis zu sichern, dann könnte ich zusammen mit meinen Agenten herausfinden, wo dieses Schiff liegt. Und dann könnten wir Pläne ausarbeiten, es für unsere Zwecke zu stehlen. Wir sollten mit meinem Kontaktmann sprechen. Er erwartet uns hier ganz in der Nähe. Wenn Sie gehört haben, was er zu sagen hat, können Sie Ihre Entscheidung treffen. Dann machen wir es so. Denn wenn diese Kolonisten tatsächlich willens sind... Was? Das ist ein Hinterhalt! Schön, wie Sie erst eine Stunde weiterreden und dann feststellen, oh, wir werden angegriffen. So, Frage 1, wie löse ich das Problem jetzt? Wie alles in die Luft spüre, was ist das denn? Schwebepanzer sind unglaublich hässlich. Ich will jetzt die bitte mal in die Luft sprengen. Geht es nur noch ein oder machen die sau wenig Schaden? Wir haben wieder einmal gesiegt. Diese erbärmlichen Angriffe werden langsam langweilig, Xinhua. Also gut, bringen Sie uns zu Ihrem Kontaktmann, damit ich mit ihm sprechen kann. Wer ist verletzt? Ja, Kommandant. Hab ich mein Dings noch? Ich hab's noch. Okay, aber was willst du jetzt mit dem Blinken? Mit dem Doppelagenten? Ja, ja. Ich möchte das mal speichern hier, ne? Indem ich diesen Hinterhalt so wunderschön abgefangen habe. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass das hier... Ich kann es nicht reparieren, okay. Ich kann eben mal den da heilen. Das ist Xing... Okay, ich kann niemanden heilen, weil niemand, den ich heilen kann, verwundet ist. Großartig. Warum nicht? So, darf ich wieder Artillerie bauen? Das ist Herkules. Ich habe immer noch keine Ressourcen, braucht keine Ressourcen, also bitte. Das würde ich irgendwie Einheiten bauen wollen. Ich kann wieder keine Türme bauen. Wie komme ich denn da hoch? Ich speichere besser nochmal, bevor ich da hochgehe. Ich traue der Sache nicht. Ah, die können da hochlaufen, fahren, wie auch immer. Verteilt euch mal auf dem Berg.
Hades. Seid gegrüßt. Ich bin Kishu Bu. Und Sie sind hier, um das Geschäft mit der Stadt Huoxingcheng abzuschließen, ja? Xinhua, was hat das zu bedeuten? Ich dachte, Sie hätten gesagt, dass uns dieses Ding in die Stadt schmuggeln würde. Die Bürger willens seien, sich gegen die Korporatisten zu erheben. Was soll dieses Gerede um den Abschluss eines Geschäfts? Geduld, Okan. Erlauben Sie mir, unseren mechanischen Freund auszubezahlen. Er wird uns dann zweifellos erklären, wie wir die Stadtmauern überwinden können. Die Pläne haben sich ein bisschen geändert, Xinhua. Die Korporatisten haben eine Angriffseinheit zu dem Bereich geschickt, in dem sich das von mir arrangierte Transportmittel befindet. Sie müssen diesen Angriff abwehren und das Transportschiff retten, oder die Stadt wird in den Händen der Korporatisten verbleiben. Unerträglich! Müssen wir jetzt diese lästige Aufgabe durchführen, nur damit Ihr Plan Früchte trägt? Ich überlege ernsthaft, Ihren Dienstvertrag zu kündigen, Xinhua. Ein Fehler, den Sie bereuen würden. Das Netz von Spionen und Agenten, das ich im Lauf der Jahre aufgebaut habe, würde Ihnen das Leben sehr schwer machen, wenn die Kenntnis über Ihren Aufenthaltsort in die falschen Hände gelangen würde.